Yo, Leute, was geht? Heute mal ein ganz, ganz besonderes Reaction-Video, denn die Community hat sich gewünscht, dass ich mal auf dieses wundervolle, tolle Video reagiere. Nämlich ist das hier ein Video, welches der gute alte Roman und ich vor, wann war das denn? 14.04.2017, also vor 5 Jahren? Vor fünf Jahren? Wir haben das vor 5 Jahren gemacht, Leute? Vor 5 Jahren? Übrigens, ich bin gerade im Livestream. Hier ist ganz kurz der Chat. So, da ist der Chat. Ja, moinsen. Moinsen, moinsen, moinsen. Was geht? Was geht? Yeah, da sind alle Leute mit am Start. Und genau, die Community hat sich nämlich gewünscht, dass wir heute auf dieses Video reagieren. Und Leute, ich weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht haben. Ich weiß nur, dass wir da mega den Blödsinn gemacht haben. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Ding. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit. Start direkt rein. Gebt dem Video jetzt auch nochmal ein fettes Like, Leute, falls ihr Bock habt auf mehr solcher Reactions. Keine Ahnung, zum Beispiel hier auf diese Reaction, wo wir auf Hawaii Süßigkeiten probiert haben. Oder, falls ihr darauf Bock habt, lasst ein Like da. Und ansonsten würde ich sagen, rein ins Chaos. Let's go. Digga, das fängt so... Es fängt schon so bescheuert an. Guckt euch dieses Gesicht an. Let's go! Ach Leute, ist nicht heute ein perfekter Tag, um sich eine Cheeseburger-Lasagne zu machen? Ja, Mann! Wir müssen natürlich erstmal unsere Schuhe holen. Hallo? Schuhassistent? Oh, sitzen wir hier. Das Licht anmachen? Hier drin ist so dunkel. Achso. Kurzer Fun Fact, ich habe Real Talk da drinnen aufgenommen. Das ist mein Mikrofon, das ist Romans Besenstiel hier und ich habe mein Mischpult dabei, meine alte Maus sogar dabei gehabt. Nee, ist Roman seine Maus gewesen, never mind. Romans Maus, mein Laptop da in dieser Kammer und ich habe wirklich auf Ernst ein Minecraft-Video da drinnen aufgenommen. Und damals, falls ihr euch erinnert, wir haben mal Camo-Battle gemacht. Könnt ihr gerne anschauen, Leute. Ja, Camo-Battle hieß das. Und das war so crazy, das habe ich einfach in diesem Zimmer aufgenommen. Könnt ihr das glauben? Nein, oder? Einfach hier so auf Kartons und so weiter und so fort. Digga, es ist unglaublich. Und jetzt habe ich mein eigenes Büro. Also das war jetzt nicht mein Büro, Leute, ja. Aber ich habe jetzt mein eigenes Büro hier. Und ich habe früher in der Besenkammer aufgenommen. Real Talk, auch meine allerersten Videos auf YouTube habe ich in einer Besenkammer aufgenommen. Krass. Sehr, sehr krass. Hallo. Was machst du gerade? Das ist dein Minecraft-Ort. Das ist meine Minecraft-Privatwelt hier. Ah, ist dein Büro oder wie? Ich wollte dich nicht stören. Ich wollte nur meine Schuhe schnell haben. Schuhe? Ja. Die da? Genau, das sind die. Dankeschön, ne? Kein Problem. Mach dir nichts aus, okay? Na, tschüss. Mach's Licht bitte wieder aus. Ciao, ne? Mann. Verschwende nicht so viel Strom. Aber warte mal. Sag mal, hättest du vielleicht sogar Bock mit mir eine Cheeseburger-Lasagne zu machen? Was für ein Ding? Kurz nochmal. Es war meine Idee, by the way, mit der Cheeseburger-Lasagne. Okay, nicht die Lasagne an sich war nicht meine Idee. Und zwar hat Roman gesagt, so lass doch mal ein verrücktes Video machen. Und habe ich gesagt, okay, lass doch mal eine Cheeseburger-Suppe machen. Ja, das war meine Idee zuerst. Aber dann hat Roman gemeint so, naja, Cheeseburger-Suppe ist jetzt nicht so interessant. Lass doch mal eine Cheeseburger-Lasagne machen. So, und dann kamen wir halt da drauf. Aber die Grundidee war von mir. Leute, euer Lieblings-YouTuber. So, okay. Einfach als hätten wir so sneaky versteckte Kamera gemacht, Alter. Wir haben uns gerade Helium und 50 Luftballons gekauft. Einfach Leute, Helium. Wir gehen zu McDonald's. Nein. Wir haben uns Helium gekauft. Hallo, wir wollen eine Lasagne machen aus Cheeseburgern. Oha, Roman, ey, was ist das hier für eine crazy Karre? Sick, der Audi-Fahrer. Doppelte Cheeseburger. Ach, doppelte. Genau. Das war auch meine Idee, 8 Doppelte zu nehmen. Eine Aprikosentasche, bitte. Oh, gesund. Lasagne aus Cheeseburgern. Schon mal gehört darüber? Nein. Ich auch noch nicht. Der Typ, Lasagne aus Cheeseburgern. Schon mal gehört? Oh, nein. Nein, nur nicht gehört mal. Yeah. Bis heute. Dankeschön. Danke. Guck mal, Alter, oha, der reiche Boss. Guck mal hier. Seht ihr das? Da gucken so 5 Euro aus der Tasche. Checkt das. Oha, seht ihr das hier unten in der Ecke? Da hat er sich aber richtig gegönnt. Hier mit den 5 Euro in der Tasche. Chillig. Einfach so 5 Euro in der Hosentasche, Mann. Sehr, sehr stark. So stupid. Der Rich Boy. Eieiei. So nice. Mit den Würzeln
Ey, ist da etwa ein Bier im Hintergrund? Ist da etwa ein Bier? Roman trinkt Bier. Oh mein Gott, da ist wirklich ein Bier. Ich habe gedacht, ich habe gerade nur Spaß gemacht. Ey, es ist ein Bier. Haben wir jetzt etwa etwas aufgedeckt, Leute? Haben wir jetzt etwas aufgedeckt? Wir beginnen mit dem Würzen, wenn wir merken, das Fleisch ist bereit, um gewürzt zu werden. Machen wir hier noch ein bisschen Cayennepfeffer mit rein. Das ist hier ein bisschen was an Schärfe. Das ist übrigens Helium, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Wir haben uns hier diese Gasflasche geholt. Wir haben dann ganz gechillt. Roman ist betrunken, ja. Na, ist er nicht. Spaß, Leute. Da einfach dieses Bier, Digga. Oh mein Gott. Das. Man zoomt auch noch so ran, gell? Da. Oh mein Gott, ey. Oh Mann, ab geht's. Wir werden heute eine Cheeseburger-Party machen. Er klingt einfach wie ein Baby. Wir machen jetzt hier die Tomatensache auf und jetzt wird hier ein bisschen Tomate mit reingemacht. Damit wir natürlich auch eine super tolle Tomatensoße haben. Es wird übrigens eine Tomatensoße, die wir in unseren Lasagne-Auflauf mit reinmachen werden. Wir haben auch schon den Ofen vorgeheizt. Ah, wird schon warm. Wird schon warm, ne? Jetzt lassen wir die Tomatensoße ein bisschen düdeln. Und wir werden jetzt was ganz Besonderes vorbereiten, meine werten Damen und Herren. Die Lasagne an sich. Denn wir haben hier vorhin was eingekauft. Eine Lasagneform raus, wo dann unsere Burger reinkommen. Weil wir haben uns natürlich keine Mühen, Not und Geld gespart und haben uns 1, 2, 3. Roman redet so, als wäre der übelst aufgeregt, ne? Er redet so schnell und so viel und sowas, ne? Als wäre der so voll aufgeregt, Mann. Oh, Roman, 5. Kommt noch einer? 6 Stück. Aber wir haben einfach 8 Stück geholt, aber wir haben einfach 6 Stück so in die Lasagne gepackt. Wir haben 2 Stück halt vorher schon schnabuliert. Ich geb's zu. Die kommen da jetzt so rein und die Soße auch. Oh Mann, ich fühle mich wieder wie ein neugeborener Mensch. Ich krieg keine Luft. Ich glaube, viele Leute, das ist auch gefährlich, Leute. Das ist auch gefährlich, soll man nicht machen. Gesund, aber das machen wir nur 2-mal im Monat. Deswegen ist es ja in Ordnung. Wir machen das 2-mal am Tag. 2-mal am Tag, morgen Mittag. Die Soße ist auch gerade schön am Blubbern. Man sieht die Roman triggert mich immer so sehr, er sagt einfach Soße. Man sagt doch Soße, so, S-O, scharfes S oder S-Z und dann E, nicht S-O-S-E. Das heißt Soße, nicht Soße. Konsistenz der Soße. Er sagt Soße, es heißt nicht Soße. So, schön, dass hier vor sich hin blubbert. Oh, Lars, du bist einfach ein Mensch, der mir gerne hilft. Danke. Du bist ein hilfreicher Mensch. Ja, das stimmt. True. Passt perfekt, das sieht aus wie ein Sixpack. Mama, falls du das Video sehen solltest. Wir sind wirklich gesund, Mama. Alter, diese Brille, gell? Zum Glück habe ich mich von der getrennt. Richtige Lars-Brille. Eieiei. Aber wie jung wir da noch aussehen. Jung und frisch. Und jetzt sind wir alt und zerbrechlich. Runter von meinem Rasen. Und Papa, ich esse jeden Tag Lauch. Ich kann dir sogar meinen Kühlschrank aufmachen. Da ist ein Lauch drin. Seht ihr den? Den, glaube ich, vertrocknet. Den esse richtig vergammelt. Tag. Guck dir den an. Hast du gerade meinen Po gefilmt? Nein. So richtig geschämt. Nein. Ich habe mir die Hände nicht gewaschen. Aber die Füße hast du dir doch gewaschen. Ah, stimmt, ja. Du hast dir den Fuß gewaschen. Dann ist doch alles Paletti, Mensch. Kurz, aber damalige Tischvideos und so. Und jetzt die Videos, die wir machen, ist einfach immer noch genau gleich, oder? Wir labern immer noch genau den gleichen Mist. Voll geil. Sehr, sehr cool. Das weckt auch in mir voll die nostalgischen Erinnerungen. Das war mega die coole Zeit, Leute. Sag ich euch ganz ehrlich. Das war wirklich eine sehr, 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 sehr coole Zeit. So 2016, 2017. Ich vermisse die Zeit schon sehr. Das war richtig, richtig cool. So. Auch lieber Roman, was kommt jetzt dran? Jetzt kommt die Soße! Ja, Soße! Ey, ich habe auch Soße gesagt, aber nur unterm Affekt, weil er auch Soße gesagt hat, okay? Das war so ein bisschen, ich wollte ihn damit veräppeln, okay? Ja. Er sagt einfach die ganze Zeit Soße. Jetzt verteile ich hier kurz die Soße auf die Cheeseburger. Er hört auch nicht auf, ne? Die er sagt als Soße. Hör auf, Soße zu sagen, Roman! Boah, das ist schon echt unnormal pervers. Alter. Ich möchte nicht wissen, wie viel Kilo ich danach zugenommen habe. Ja, Mann. Das ist mir auch egal. Und jetzt machen wir haben danach schon ordentlich zugenommen, Leute, kann ich euch sagen. Falls ihr mal bei mir essen wollt,
Wir haben nicht unbedingt danach zugenommen, sondern wir haben eher danach zugenommen, weil wir dann halt so viel zu Hause waren, viel am PC gesessen haben, viel so nicht so gesunde Sachen gegessen haben und so. Ja, ich muss sogar dazu sagen, ich habe so ungesund gelebt eine Zeit lang, dass ich sogar krank geworden bin dadurch. Also Leute, wichtig hier an der Stelle, lebt nicht ungesund. Esst mal wirklich hin und wieder auch mal was Gesundes oder eigentlich nur so gesunde Sachen und nicht nur Cheeseburger und so ein Fraß, weil das kann euch auch wirklich krank machen, Leute. Das kann euch auch wirklich krank machen. Mein Restaurant findet ihr unter www.soße. Ja, komm. Soße! Leute, das ist echt hart. Es riecht aber gut. Es riecht echt gut, gell? So, jetzt machen wir da oben, glaube ich, noch Käse drauf. Und dann kommt das jetzt für 10 Minuten in den Ofen, damit der Käse geschmolzen ist. Dieses Schlachtfeld, was hast du getan? Wein. Es tut mir leid, aber es musste sein. Und jetzt kommt das in den Ofen. Juhu. Pass auf. Ich bin gut in sowas, keine Ahnung. Ich weiß, ich kenne dich. Tschüss, du Ungesündeste, was ich jemals gegessen habe. Ich habe auch eigentlich noch gesagt, oder das, was ich essen werde. So, aber Roman hat es einfach rausgeschnitten. Roman schneidet immer meine lustigen Sachen raus. Warum machst du das, Roman? Statement. Ich will jetzt ein Statement davon. Warum schneidest du meine lustigen Sachen immer raus? Hä? Dann wiederholt er das und dann denken alle Leute, Roman ist so witzig. Dabei klaut er nur. Hä? Was sagst du jetzt, du Fisch? Kenn dich. Tschüss, du Ungesündeste, was ich jemals gegessen habe. Oder essen werde. Schaut euch das mal an. Bah. Ist das nicht lecker? Sieht die pervers aus, Alter. Das ist unsere Lasagne. Ich habe ganz vergessen, wie geisteskrank dieses Ding ausgesehen hat. Wirklich absolut eklig. Übrigens, ich habe immer noch diese Heliumflasche, diese 40 Liter Heliumflasche. Die steht bei mir im Keller. Die habe ich immer noch. Das ist vor 5 Jahren gewesen. Ich habe die immer noch, Leute. Yeah, fett. Nice. Boah, Alter. Junge, was ist das für ein Video, gell? Dass wir einfach da so eine crazy Aufnahme einfach mitgemacht haben. Why? Ich frage mich, warum? Schon sehr, sehr nice. Sieht auf jeden Fall ultra unangenehm aus. Junge. Okay, hier geht's weiter. 20 Liter vor der... 20 Liter sind es, nicht 40. Wir haben keine Gabel. Heiß! Ich vermisse die Wohnung. Ich habe da ja auch drin gewohnt, so 2 Jahre oder sowas. Ich vermisse diese Wohnung, Leute. Ich sag's euch. Die war richtig, richtig geil. Richtig kalt im Winter, aber echt schön. Bah. Alter, das riecht wie McDonald's Es riecht wie McDonald's. Das ist auch so eine dumme Aussage. Nach was soll's sonst riechen? Nach Burger King? Hä? Was laber ich da? Ihr wisst schon, Leute, komplett hirnverbrannt, Alter. Brutaler. Schau dir mal Nahaufnahmen an. Da haben wir jetzt unten den Patty. Roman, das riecht aus der Puste, gell? Hör mal. Brutaler. Schau dir mal Nahaufnahmen an. Da haben wir jetzt unten den Patty. Erstes Fleisch. Dings Soße, zweites Fleisch, Patty oben. Oh. Wenn Roma noch einmal Soße sagt. Oh. Yeah. Kann man da jemand über diesen krassen Move reden, bitte, den ich da gemacht habe? Ich werf einfach so diesen Käse so richtig elegant drüber. Pass Soße, mal auf. Zweites Fleisch, Patty oben. Oh. Guck mal, Achtung, wie cool. Yeah. Kann man da drüber jemand reden, bitte, wie cool das ist? Okay. Stoßen wir an. Das ist absolut krank. Das toppt. Zum Wohl. Zum Wohl. Widerlich. Eine Gurke mit drin. Widerlich. Und den Joke, den jetzt Roman bringt, das war meiner. Den hab ich gebracht. Schmeckt gar nicht mal so gut. Das war mein Witz. Er klaut meinen Witz und... Ach Mann. Leute, ich verliere eine Träne. Seht ihr das? Ich bin traurig, weil Roman meine Jokes klaut. Der nette Mann. Lern erstmal Soße richtig auszusprechen. Soße. Ey, jetzt ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ich würde sagen... Lüge, das schmeckt eklig. Ich weiß es nicht mehr, ob das gut geschmeckt hat. Ey, was sagen wir da? Ich würde sagen, wir rechnen mal aus, wie viele Kalorien das sind. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, was ihr glaubt, was wir hier gerade an Kalorien zu uns nehmen.
Ja, okay. Hier stehen die Kalorien. Ich glaube, es haben auch voll viele Leute in die Kommentare geschrieben. Also ich glaube, es hat 3748. Also ich bin mir nicht sicher, ja, aber ich glaube, es sind 3748. Haben so voll viele Leute geschrieben, Mann. Das ist schon richtig fettig. Nein. Also du schmeckst so richtig dieses Fett raus. Guck mal, Bauch an. Oh Gott, aber so unangenehm. Schmeckt nicht übel, kann man essen, ist aber auch nicht das Beste, was wir jemals gekocht haben. Das war die Cheeseburger-Lasagne. Vielleicht machen wir nochmal sowas. Sowas Verrücktes. Genau, lasst einfach einen Daumen nach oben da und dann machen wir vielleicht nochmal was Verrücktes. Kommt der Lars nochmal hierher oder ich zu Lars und dann können wir vielleicht irgendwas Lustiges drehen. Ich komme nicht zu ihm, weil ich wohne auf der Straße. Ich wohne in dem Karton. So böse von Roman, dass er sagt, ich wohne auf der Straße. Oha, das weiß ich gar nicht mehr. Wenn euch gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da und schreibt einen netten Kommentar und sagt uns auf jeden Fall, ob ihr mehr davon haben wollt. Guck mal, den Käse. Ja, einfach mal einen netten Daumen nach oben da lassen und einen netten Kommentar da schreiben. Ich wiederhole mich, hör auf, so dreckig zu essen. Oh Mann. Alter, wie krass ist das denn bitte? Okay, das war cool. Lass mal kurz noch ein bisschen Kommentare lesen. Wer hat jetzt auch Bock auf Lasagne bekommen? Safe. Mein Lieblingsspruch von Roman schmeckt gar nicht mal so gut, war mein Spruch. Er hat es rausgeschnitten. Ja? Ich habe auch die Cheeseburger-Lasagne gebacken, ist voll lecker. Crazy. Wer ist auch dafür ein Kochen mit Roman-Tutorial? Alles klar. Sowas musst du öfters machen. Okay. Mach mal ein Wettrennen mit Lars, wer am meisten Pfannkuchen isst. Okay. Ja, richtig witzig. Ich würde mehr solcher Videos feiern. Crazy. Vor 5 Jahren. Aber wir haben ja jetzt angefangen, das zu machen. Hier zum Beispiel gesund versus ungesund, Burger Challenge und. Alter, das hat 1,7 Millionen Aufrufe. Das seht ihr gerade nicht. Wo ist es denn? Da. 1,7 Millionen Aufrufe, Alter. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, Ladies and Gentlemen. Das war auf jeden Fall die Reaction auf epische McDonald's Lasagne. Ja, crazy Video auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das war's erstmal. Haut rein. Tschüss.